Und so frisch wie diese Sendung, so ist auch der Erdbeerhof Glanz, denn dort ist die Erdbeere zu Hause. Und ich zähle auf Sie. Und ich zähle auf Sie. Und wir zählen auf Sie. Er ist schon lange fort auf See. Zu Hause fällt der erste Schnee. Er steht an der Reling im Mondenschein, in der Hand ein Bild, sein Töchterlein. Er schaut sie an, als wär sie hier, und spricht ganz leise zu ihr. An Weihnacht bist du wieder mal allein. Schick ich vom Himmel fern dir einen kleinen Weihnachtsstern. Er soll dir sagen, du, ich hab dich gern. Dafür schick ich vom Himmel fern dir einen kleinen Weihnachtsstern. Er soll dir sagen, du, ich hab dich gern. Auf See, die heilige Nacht. Man hatte schon die Weihnachtspost gebracht. Ein Brief für ihn war auch an Bord. Er las ganz langsam jedes Wort, das tief in seinem Herzen blieb. Denn seine Tochter schrieb: Ach, bist du wieder mal allein. An Weihnachten können wir nicht zusammen sein. Dafür schick ich vom Himmel fern dir einen kleinen Weihnachtsstern. Er soll dir sagen, du, ich hab dich gern. Dafür schick ich vom Himmel fern dir einen kleinen Weihnachtsstern. Er soll dir sagen, du, ich hab dich gern. Ich hab dich so gern. Ach ja, an Weihnachten bist du wieder mal allein. Guten Abend, hallo. Grüß dich, Enno, hier auf deinem Gut. Richtig schön, du hast mich gesehen mit meiner Tochter. An Weihnachten bist du wieder mal allein. Hat es dir gefallen? Ja, prima, ganz klasse. Wunderbar. Ich hoffe, Sie sind nicht allein. Wir schreiben den 5. Dezember, kurz vor Nikolaus. Morgen stellen wir unsere Stiefel aus. Ne? Genau, kriegst du nicht noch vergessen. Was, kriegst du noch was von deiner Frau? Ich hoffe doch, ich war ja artig. Genau. Unsere Partner, denn sie können heute wieder gewinnen, haben tolle Preise für sie spendiert. Und ich begrüße sie recht herzlich. Aber vorher müssen sie eine Frage beantworten. Wie heißt dieser junge Mann hier, der gerade seinen 35. Geburtstag gefeiert hat vor ein paar Tagen? Wie heißt er eigentlich mit Vornamen? Heißt er Heinzi, heißt er Enno oder heißt er Kalle? Wählen Sie 013 78 66 67 plus die 01 für Heinzi. Wenn Sie der Meinung sind, der Mann heißt Enno, weil er sieht nach Enno aus, dann wählen Sie 013 78 66 67 und die 02 bitte dranhängen per Telefon. Oder wenn Sie der Meinung sind, er heißt vielleicht Kalle, dann wählen Sie bitte 013 78 66 67 und hängen die 03 für Kalle dran. Ich kenne deinen Vornamen, ich sage aber jetzt Herr Glanz, ne? Ganz, ganz sympathisch. Wir eröffnen die Sendung, denn wir haben heute für Sie ein richtig schönes weihnachtliches Programm zusammengestellt. Gigi Anderson wird dabei sein, wir haben Uli Martin dabei, wir gehen auch in den weißen Winterwald, der Weihnachtsmann kommt, also alles ist da. Was kann schöner sein? Ellermanns Weihnachtsspezial hier von deinem Gut in Delingsdorf. Ich möchte an dieser Stelle unsere Partner begrüßen der Sendung. Da haben wir die Dithmarscher Brauerei, das Hamburger Wochenblatt, die Itzehoer Versicherung, Douglas, die Firma Weiland, den Erdbeerhof Glanz, der Gastgeber natürlich, Polike. Wir sind ausgestattet von Polike Herrenausstattung.
Ausstattung. Die haben auch einen Anzug für mich gefunden. In der nächsten Sendung werden Sie dann erfahren, welche Größe ich trage. Das wird der Chef persönlich dann sozusagen Ihnen sagen. Nicht in der nächsten Sendung, sondern in dieser Sendung noch. Und wir haben Ladies Fashion und die Autohaus Michael Gruppe für Sie hier als Partner dabei. Draußen tobt sozusagen richtig das Leben hier in Dedingsdorf. Die Straße ist schon richtig gesperrt. Die Menschen kommen nicht mehr an der Hamburger Straße vorbei. Ausnahmezustand in Dedingsdorf. Man freut sich, ne? Ja, toll. Das ist jetzt, wir haben ja 25 Jahre Weihnachtsmarkt und es ist Tradition. Und wir freuen uns, dass wir so viele Besucher haben. Das freut mich auch. Jetzt gehen wir aber musikalisch schon mal, steigen wir ein. Denn es sagt uns, das wünsche ich mir. Was wünschst du dir eigentlich noch zu Weihnachten? Ich wünsche mir, dass ich viel Ruhe habe, weil jetzt doch viel Stress ist. Genau. Und Christian Andersen, der große Blonde, ist da. Hier ist Christian Andersen und das wünscht er Ihnen und das wünsche ich mir. Viel Spaß, gleich sehen wir uns wieder. Viel Spaß mit dem Weihnachtsspecial hier vom Erdbeerhof Glanz von Glanz und Gloria. Auf geht's. Weihnachten steht vor der Tür. Den Wunschzettel in der Hand, den ich hier im Stiefel fand, steh ich da und lese, was in Kinderträumen fehlt. Ganz unten am Zettel steht, ob das denn noch alles geht, denn es waren auch noch extra Wünsche aufgezählt. Ich wünsch mir Sterne und Lichter in unserem Tannenbaum und jede Nacht im neuen Jahr einen schönen Traum. Schnee für den Schneemann, und wenn ich traurig bin, dann hoff ich, dass ich nie den Mut verliere. Das wünsch ich mir. Ein kleines Stück Papier bringt mich so nah zu dir, wie ein Brief, mit dem du eine Brücke zu mir baust. Und wenn ich überleg, was dich heute so bewegt, merk ich, meine Träume sehen wie deine auch. Ich wünsch mir Sterne und Lichter in unserem Tannenbaum und jede Nacht im neuen Jahr einen schönen Traum. Schnee für den Schneemann, und wenn ich traurig bin, dann hoff ich, dass ich nie den Mut verliere. Das wünsch ich mir. Sterne und Lichter in unserem Tannenbaum und jede Nacht im neuen Jahr einen schönen Traum. Schnee für den Schneemann, und wenn ich traurig bin, dann hoff ich, dass ich nie den Mut verliere. Das wünsch ich mir, das wünsch ich mir. Christian Andersen, danke dir recht herzlich. Christian, ich lade dich ein auf den Weihnachtsmarkt. Wir beide gehen jetzt einen schönen Glühwein trinken. Was hältst du davon? Da freue ich mich schon drauf. Und Uli Martin kommt für Sie. Viel Spaß. Bitte schön. Haichi Bumbaichi. Schlaf lange, die Mond
Abba Heitschi, Bum, Beitschi, Bum, Uli. Grüß dich, Uli. Grüß dich. Alles klar. Uli, wie feierst du Weihnachten? Ich suche Ostereier. Du suchst Ostereier, das ist schön. Wunderbar. Wie gefällt es dir hier auf dem Erdbeerhof Glanz, beziehungsweise bei Glanz und Gloria? Ist doch hervorragend hier, ne? Wunderbar, wenn ich Eier finden würde, wäre es okay. Sag mal, du kennst doch den Titel Feliz Navidad, ne? Ah, Feliz Navidad. Ja, genau. Und den singt uns jetzt Pascal und da sind wir ganz gespannt drauf. Hier kommt Pascal Krieger mit Feliz Navidad. Wir gehen Ostereier sammeln. Komm, Uli. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Und wenn ich dann wie so viele Male wieder zur Weihnacht nach Hause fahre, genieße ich diese schönen Tage, die wir haben, Jahr für Jahr. Was ich euch jetzt noch zu sagen habe, nun feiert wie auch die letzten Jahre. Drum wünsche ich frohe Feiertage und ein gutes neues Jahr. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Noch immer sind wir in Delingsdorf bei Ahrensburg, noch immer sind wir hier bei Glanz und Gloria im Restaurant. Ich habe mich mal wieder ein bisschen nach drinnen begeben, das war Pascal Krieger, den haben Sie eben erlebt und er sagte Feliz Navidad und das war ein richtig schöner Song. Pascal übrigens demnächst wieder bei uns in der Hitparade. Ich habe eine ganz tolle Frau, die ich wirklich bewundere, weil sie eine super Frau ist und weil sie ein tolles Schiff hat. Sie hat, was sage ich, ein Schiff, sie hat mehrere Schiffe. Sie ist natürlich mit ihrem Mann The King auf dem Hamburger Hafen, das kann man fast schon sagen. Hier ist sie von Kapitän Prüsse. Frau Prüsse, Ursula Prüsse, guten Morgen oder guten Abend, wie wir sagen. Wir zeichnen am Morgen auf, aber am Abend sind wir auf Sendung und dürfen Sie auch die Zuschauer gerne begrüßen. Ja, schönen guten Abend, Herr Ellermann. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich habe auch schon den wunderschönen Hof begutachtet und man könnte kaufen und sind sehr
viele schöne Sachen da. Richtig schöner Weihnachtsmarkt, nicht? Ja. Und ich freue mich auch, Frau Brüssel, dass Sie, wie gesagt, jetzt heute zu uns gekommen sind, denn wir wollen sprechen. Es sind noch ein paar Tage, genauer gesagt am 12. Dezember stechen wir das zweite Mal in See. Der erste Abend, der 11. Dezember, restlos ausverkauft. Das Schiff ist ratzeputze voll. 450 Gäste fahren mit und wir fahren auf der Mississippi Queen, auf dem schönsten Schiff des Hamburger Hafens. Und es gibt ein bisschen was zu essen, es gibt was zu trinken, eine tolle Fahrt. Ihr Mann fährt das Ding richtig professionell durch den Hamburger Hafen, der alte Seebär. Mhm. Und da freuen wir uns drauf. Und da haben wir uns entschlossen und das Ding füllt sich auch allmählich wieder. Wir machen eine zweite Fahrt, genau am 12. Erzählen Sie, was passiert da? Ja, wir haben, wie gesagt, den 11. total ausgebucht. Und deswegen haben wir ganz spontan eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen. Und die findet am Sonntag statt, das ist der 12. Und da haben wir gesagt, am 12., weil das ein Sonntag ist, können wir das auch gerne schon früher machen. Und so haben wir die Fahrt von 14 bis 16:30 Uhr. Und Einlass ist bereits schon um 13 Uhr. Und wir machen dann ein bisschen länger Ausklang, damit Sie auch alle zufrieden nach Hause gehen können. Also bis 17.30 Uhr. Und das ist dann eine schöne Fahrt auf der Elbe. Und ich werde ausgeschlafen kommen mit den Nashville Tops, denn wir machen die große Countryfahrt auf der Elbe. Ich schlafe nämlich an Bord in der Nacht. Also ich habe extra eine Kajüte bekommen. Ich werde dort schlafen an Bord. Wenn das Wetter gut ist, schlafe ich oben am Deck. Nicht? Oder bei Ihrem Mann oben, wie nennt man das, im Steuerraum? Oder wie heißt das Ding da oben? Ja, auf der Kommandobrücke. Auf der Kommandobrücke. Nicht? Und dann frühstücken wir alle gemütlich. Und wenn Sie dann kommen, so um 13 Uhr, zum nächsten Schiff sozusagen, zur nächsten Fahrt durch den Hamburger Hafen, dann werden wir richtig schön feiern. Das ist, glaube ich, der zweite Advent dann, nicht? Das ist der zweite Advent, ja. Machen wir eine richtig schöne Adventsfahrt. Die Nashville Tops sind dabei und Country Forever. Ich habe mein großes Country-Programm mit. Es wird eine richtig schöne Fahrt. Aber die füllt sich auch schon wieder, die Fahrt, ne? Ja, das kleckert sich so zusammen. Und ich glaube, wenn wir dieses jetzt hier gesendet haben, dann wird das Schiff voll sein. Na, Vorgeschmack, wollen Sie mit dabei sein? Dann unbedingt jetzt Karten ordern und Ihre Nummer können Sie gerne sagen. Sie sitzen an den Landungsbrücken 1 oder 3? Nein, wir sitzen an den Landungsbrücken Nummer 3a. Ja. Da ist unser Hauptbüro, unsere Administration. Sage ich nicht ganz falsch, ne? Mit 1 und 3, ne? Nein, nicht. 1 nicht. Wir sitzen an der Brücke 3. Ja. Und das Büro ist jeden Tag geöffnet, auch sonntags und sonntags, von 9 bis durchgehend 18 Uhr. Und da können Sie die Karten erwerben. Unter der Telefonnummer auch möglich, unter 31 31 30. 31 31 30, das ist die Nummer. Die sollten Sie morgen anwählen, dann sind Sie ab wann wieder erreichbar im Callcenter? Im Callcenter sind wir ab 9 Uhr erreichbar. Wundervoll. Dann sollten Sie anrufen, wenn Sie dabei sein möchten. Wie gesagt, die Hälfte der Fahrt ist auch schon wieder weg. Unbedingt mitmachen. 25 Euro kostet die Fahrt, glaube ich. 25 Euro kostet die Fahrt. Da ist, glaube ich, noch ein Drink drin. Nicht? Ein Begrüßungsschluck ist da drin und dann gibt es Speisen à la carte. Und wer möchte, kann bestellen und wer nur so das genießen möchte, das ist auch recht. Und Party, Party total. Also kommen Sie auf dem schönsten Schiff, den schönsten Raddampfer, den Hamburg zu bieten hat, die Mississippi Queen, da sollten Sie dabei sein. Herr und Frau Brüssel freuen sich wahnsinnig auf diese Fahrt und wir freuen uns auch auf die Fahrt. Und wie gesagt, ich schlafe dann dort an Bord, das ist abgemacht. Ne? Ist kein Problem. Genau, jetzt haben wir Karten, genau, denn Frau Brüssel ist nicht geizig. Sie hat gesagt, heute haben wir eine TED-Wahl und Sie können ja noch mittetten. Ich sage Ihnen kurz unsere Frage, wie heißt Herr Glanz mit Vornamen? Also Sie kennen ja den wunderschönen Herrn Glanz, der hier Delingsdorf leitet, so fast schon der Bürgermeister ist und von Glanz und Gloria vom Restaurant und vom Erdbeerhof der Chef ist vom Ganzen. Wie heißt Herr Glanz mit Vornamen? Wählen Sie 013 78 66 67 und die 01 dranhängen, wenn er Heinzi heißt mit Vornamen. Heißt er Heinzi Glanz? Kann das angehen? Oder wählen Sie 013 78 66 67 und dann die 02. Wenn er Enno heißt er Enno? Wenn er Enno heißt, dann die 02 wählen. Und wählen Sie die 03, wenn er Kalle heißt. 013 78 66 67 03 für Kalle. Also 01 für Heinzi, 02 für Enno und 03 für Kalle. Ich glaube, das fällt nicht schwer. Er kommt ja noch in dieser Sendung mehrfach. Ich danke Ihnen recht herzlich, Frau Brüssel. Wir stechen in See. Was sagt man in Hamburg? Hummel, Hummel, ne? Schiff ahoi, ja. Hummel, Hummel, alles Liebe. Ja. Wir stechen in See. Wie gesagt, 11. Es gibt keine Karten mehr. Es tut uns so wahnsinnig leid. Aber am 12. sollten Sie dabei sein. Und dann heißt es Yippie an Bord der Mississippi Queen. Eine Countryfahrt wieder im Hamburger Hafen. Ja. Ich danke Ihnen recht herzlich. Wir gehen wieder ein bisschen raus auf den Weihnachtsmarkt. Genauer gesagt, wir gehen mal hier ein bisschen in die wunderschöne Anrichte, in den Saal. Dort haben wir auf der Diele, möchte ich fast schon sagen, Inge Kronenburg. Und Inge Kronenburg sagt, lasst uns froh und munter sein, sagen wir am 12. auch, ne? Das sagen wir am 12. Prost, Frau Brüssel. Bier gibt es auch bei euch, ne? Bier gibt es auch, reichlich. Okay, viel Spaß. Prost. Inge Kronenburg, du bist dran. Prost. Lasst uns froh und munter sein. Lasst uns froh und munter sein.
uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tra-la-la-la-la, bald ist Niklaus Abend da, bald ist Niklaus Abend da. Dann stell ich den Teller auf, Niklaus legt gewiss was drauf. Lustig, lustig, tra-la-la-la-la, bald ist Niklaus Abend da, bald ist Niklaus Abend da. Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Niklaus was für mich. Lustig, lustig, tra-la-la-la-la, bald ist Niklaus Abend da, bald ist Niklaus Abend da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tra-la-la-la-la, bald ist Niklaus Abend da, bald ist Niklaus Abend da. Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, tra-la-la-la-la, bald ist Niklaus Abend da, bald ist Niklaus Abend da. Dankeschön, Inge Kronburg, herzlichen Dank zum ersten Mal bei mir hier in der Sendung. Wir machen jetzt weiter mit einem Interpreten, der mit seinem Manus Arriba in der Hitparade immer rauf und runter zog in der Hitparade. Er hat jetzt seinen Titel Lasst uns froh und munter sein mit dabei. Genauer die Rede ist von Günther Dels, denn er ist heute richtig schön im Smoking gekommen. Ich darf Ihnen eines sagen, denn da wird er mit dabei sein. Am 16. Januar sind wir mit Roberto Blanco, mit Frank Zander, mit den Gebrüder Blattschuss, mit Helmut Kuhne, mit Günther Dels und vielen Stimmungsgaranten dabei. Ich werde für Sie musikalisch ein Fass aufmachen im Eidelstedt-Center. Es gibt noch ganz wenige Karten. Sie können die Karten jetzt ordern unter Hamburg 728 1700. Noch einmal 728 1700 für 10 Euro statt 20 Euro. Wenn Sie heute Abend anrufen, sparen Sie einen Zehner. Also unbedingt anrufen 728 1700. 10 Euro fürs Eidelstedt-Center mit Roberto Blanco und mit Frank Zander. Die große Ellermanns Stimmungsparty, die ultimative Stimmungsparty hier im Norden. Lasst uns froh und munter sein, haben wir gerade gehört. Jetzt kommt Günther Dels und der hat was richtig Schönes, Musikalisches für Sie. Bitte schön, hier ist Günther Dels. Bitte sehr. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all zur Krippe. Kommet in Bethlehem Stall und seht, was in dieser, o heiligen Nacht, der Vater im Himmel für Freude uns macht. O seht in der Krippe im seht hier bei des Lichtleins hellglänzende Strahl in reinlichen Winde das himmlische Kind viel schöner und holder als Engel es sind. Da liegt es das Kindlein auf Heu und auf
Ihr Kinderlein kommet. Günter Dels war das auf dem Weihnachtsmarkt bei Glanz und Gloria. Ich habe in den Heiligen Hallen hier bei Glanz und Gloria in dem wunderschönen Restaurant jetzt einen ganz tollen Gast. Und zwar genauer gesagt Klaus Burkhardt von der Firma Pollicke Herrenausstatter. Die Nummer 1 in Sachen Herrenausstattung, das kann man glaube ich sagen in Hamburg. Ja, ne? Vielen Dank fürs Kompliment, aber wir sind unbescheiden und sagen, das könnte man so sagen, ja. Genau. Denn ihr habt ja ein unwahrscheinliches Sortiment an großen Größen, kleinen Größen, alles für den Herrn, Anzüge, die hängen bei euch sozusagen. In der Schlachterei würde man sagen, da hängt der Schinken runter, bei euch hängen die Anzüge runter. Das ist sensationell. Wie habt ihr überhaupt? Ja, wir haben jetzt zurzeit ca. 5000 Anzüge vor Ort hängen. Das ist auch so geblieben, wie es zur Firmengründung vom Firmengründer initiiert wurde. Also wir haben nichts verändert. Es ist so geblieben und Sie wissen, und Sie waren ja auch da, dass in Ihren Größen ausreichende Auswahl vor Ort ist und wir im Grunde genommen alle Hamburger mit Anzügen ausstatten können, das wenn wir super. Denn das wollen. Genau, ich denke, das wollen Sie doch, wenn die Hamburger kommen, dann ist es auch so. Jetzt muss ich natürlich, Herr Klaus Burkhardt, eines loswerden. Sie haben eben schon angesprochen, das Geschäft gibt es sehr, sehr lange, ein Traditionshaus in Hamburg. Ja. Wie lange gibt es Sie eigentlich? Also die Firma Pollicke gibt es seit 1931, ist von Gotthard Pollicke gegründet worden. Und wir feiern in 2 Jahren 75-jähriges Bestehen. Das ist super. Und Sie machen es, glaube ich, 4 Jahre jetzt. Und ich mache das seit 2000, ja. Genau. Seit 2000. Seit Ende 2000. Am Ball, gab es da Veränderungen? Haben Sie was umstrukturiert? Also offensichtliche Veränderungen nicht. Sie betreten den Laden und werden ihn immer noch genauso vorfinden wie vor 10 Jahren. Ja. Das können Sie auch heute noch. Aber wir haben Hemden und Krawatten aufgenommen, wir haben Lederteile aufgenommen. Wir haben das Sortiment etwas verjüngt, in Anführungsstrichen. Ja. Also wir haben jetzt die Zielgruppe von jung bis alt und von modisch bis normal, sag ich mal. Wunderbar. Ja. Sie haben mich selbst auch ausgestattet. Ich habe ja auch heute noch einen Mantel an zum Ende der Sendung. Wenn Sie mich mit dem Mantel sehen, im wunderschönen Wintergarten mit Herrn Glanz dann. Denn Glanz und Gloria, das können wir nebenbei sagen, die statten Sie ja auch aus. Hier ist das Restaurant, auch die Chefs etc. tragen Ihre Visitenkarte, nicht? Das ist richtig, ja. Genau. Mich haben Sie auch jetzt hier ausgestattet. Es passt auch und ich komme auf das Thema Übergrößen. Denn da gehen Sie bis zu welcher Größe? Ja, also für Sie haben wir die 118, glaube ich, ausgesucht. Wir gehen bis 126, da dürfen wir dann nochmal 10 cm draufpacken. Oh, das ist aber nett. Dann kann ich ja noch ein bisschen essen. Also noch ein bisschen was essen, ja. Und dann für diejenigen, die etwas mehr in die Breite gegangen sind, gehen wir bis Größe 75. Das ist so ungefähr 1,50 Meter bunt. Also das ist schon ganz schön viel. Genau, nun bin ich ja hier unten ein bisschen etwas schlanker gebaut. Da habt ihr auch gesagt, die Hose 118, das kommt nicht ganz so hin. Da macht ihr ein bisschen was gegen innerhalb von einem Tag. Ich war schwer begeistert. Sie haben das Ganze ein bisschen umgeschneidet und schon sitzt die Hose. Perfekt. Ja, so soll das ja sein. Sie sollen ja zufrieden sein mit uns. Machen und Sie wir das? Haben ja auch mehr als 10 Schneiderinnen im Unternehmen. Im Unternehmen direkt, Herr Burkhardt? Direkt im Unternehmen. Wir machen alles im Hause. Ruckzuck. Also man geht hin, zack, und kann fast, wenn man von außerhalb kommt, von Hamburg, denn wir haben ja auch viele aus dem Umland, die uns sehen, unsere Sendung sehen, die können auch kommen, können vielleicht eine Tasse Kaffee trinken gehen und kriegen das Ding wieder mit. Ja, also das ist die Ausnahme, machen wir auch, aber normalerweise 3-4 Tage. Also unkompliziertes Arbeiten. Ja, genau. Das ist super. Und natürlich sehr preiswert. Preiswert sind Sie. Können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, was kostet ein Anzug, den ich heute jetzt anhabe hier? Also, ist ja richtig viel Stoff. Ja, der ist ganz viel Stoff. Also den Anzug bekommen Sie bei uns für ca. 230 Euro, 240 Euro, wenn man ein bisschen Übergröße noch mitberechnet. Wir sind gegenüber unseren Mitbewerbern ca. 30% preiswerter. Das ist generell. Toll. Also bei Pollicke spart man richtig. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wo findet man sie für alle, die sie noch nicht kennen. Natürlich kennen sie alle in Hamburg, aber es gibt immer wieder welche, die die Sendung sehen und sagen, nee, kenne ich nicht. Wo findet man sie? Ja, also das ist in St. Georg, das ist die Böckmannstraße, das ist die Verbindungsstraße von der Adenauerallee zum Steindamm. Genau. Böckmannstraße, welche Nummer haben wir da? Das ist die 1A. 1A findet man auch gleich. Ich kann Ihnen einen kurzen Tipp geben, liebe Fernsehzuschauer, fahren Sie ruhig bis zum Hauptbahnhof. Von da sind es, wie gesagt, 2 Minuten. Dann haben Sie auch kein Parkplatzproblem, so viel Zeit muss sein. Und kommen Sie einfach mit der S- oder U-Bahn. Man kommt von Berliner Tor kann man auch gut kann kommen auch. Lassen. Ja, ja. Alles zu Fuß erreichbar. Alles zu Fuß erreichbar. Und es ist wirklich ein tolles Sortiment. Über welche, wie viele Stockwerke sind Sie? Wir haben insgesamt 4 Etagen plus dem Hemdenladen. Und zurzeit haben wir ca. 5000 Anzüge dort bei uns im Laden hängen. Sie haben ein qualifiziertes Fachpersonal, das kann man sagen. Auch sehr viel Personal, wie ich festgestellt habe. Denn auf mich kamen gleich 2 Verkäufer zu und haben gesagt, komm, jetzt statten wir sie aus. Und es ging ruckizucki. So schnell war ich noch nie ausgestattet. 5 Minuten, das Ding hat gesessen. Ja, das ist auch ungefähr die Zeit. 5 bis 10 Minuten für 1, 2 Anzüge, das schaffen wir schon. Wunderbar, toll. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Liebe. Ich werde diesen Anzug des Öfteren noch mal tragen. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Würde mich freuen. Ja, okay. Ich danke Ihnen recht herzlich. Alles Gute und diesen Laden merken, Pollicke, das ist die Nummer 1 in Hamburg, sage ich einfach mal so. Ja, danke schön, Herr Burkhardt. Alles Gute.
Und wir machen weiter, wir gehen wieder raus auf den Weihnachtsmarkt. Jetzt kommt unsere Gewinnerin. Bei Glanz und Gloria gab es ja die große Talentshow und da wurde sie Sieger. Im Oktober haben wir viermal Talent Express gefeiert und sie wurde Siegerin. Genauer gesagt, Dani wurde Siegerin. Sie ist ein super, super Girl und deshalb singt sie jetzt den großen Klassiker und sie hat die deutsche Version bekommen, sind wir ganz stolz. Last Christmas, I give you my heart. Dani, bitteschön. Jawohl, letzten Weihnachten, sie gab ihm ihr Herz. Für wen schlägt dein Herz? Du hast einen festen Freund, ne? Ja, mein und, alles. Und in diesem Jahr vielleicht Verlobung, ein bisschen über was plaudern? Sag nein, dann freuen sich die männlichen Fans. Damit kann man noch warten, ne? Erstmal muss ein Hit hingelegt werden zu Weihnachten. Dani, du hast gewonnen den großen Wettbewerb hier und es hat sich gelohnt. Wie waren die Arbeiten im Studio? Ja, doch, ganz nett, ganz lustig, hat Spaß gebracht. Muss dazu sagen, George Moslener hat das Ganze aufgenommen. Wir haben die deutsche Version bekommen, sind wahnsinnig stolz. Und der große, wer hat das alles original gesungen? George Michael. George Michael, genau. Und das hat sie, diese Version hat sie bekommen und da freut uns ganz besonders. Gib mir mal deine Hand, die möchte ich haben. Ich führe dich in die Garderobe wieder, lieber Freund, das erlaubst du mir noch ein bisschen. Denn jetzt kommt Ave Maria und ich darf ihn bitten, natürlich Christian Andersen. Christian, komm bitte in unseren wunderschönen dekorierten Bazar. Grüß dich, was machst du Weihnachten? Mit der Familie zu Hause, immer. Was ist deine Familie? Hund, Katze, Maus? Nee, Frau und mein Vierbeiner, mein Balu. Ein Balu, was ist das für ein Hund? Ein Kuwatsch. Ein Kuwatsch, wunderbar. Er hat den großen Titel Ave Maria für Sie im Gepäck. Ich gehe mit Dani raus, auch wunderschön gesungen. Ave Maria, es wird besinnlich. Hier ist Christian Andersen, bitteschön.
klar und wild. Soll mein Gebet zu dir hin wehen. Wir schlafen sicher bis zum Morgen, ob Menschen auch so grausam sind. O Jungfrau, sie der Jungfrau sorgen, o Mutter, höre ein bittend Kind. Ave Maria. Noch immer sind wir auf dem Weihnachtsmarkt hier in Delingsdorf. Das war Christian Andersen und der Große mit dem blonden Schuh, wollte ich fast schon sagen, und seinen blonden Haaren singt hier auf dem Weihnachtsmarkt in Delingsdorf. Wir haben wieder zwei neue Gäste von Hasse und Hatje, genauer gesagt Margot Eichholz und Herr Ralf Lüthje. Herzlich willkommen. Danke. Und ich fange mit Ihnen gleich mal an, mit Frau Margot Eichholz. Begrüße Sie ganz herzlich, bevor wir gleich weitermachen mit Herrn Ralf Lüthje. Hasse und Hatje ist natürlich das Unternehmen schlechthin, was Baustoffhandel betrifft. Sie sind hier im Norden und auch in unserem Sendegebiet. Erzählen Sie doch einfach mal, wo findet man Sie hier in unserem Sendegebiet? Also zunächst mal möchten wir Herrn Glanz danken für die Einladung und ihm gratulieren zum 25-jährigen Jubiläum. Das mache ich gerne auch und da schließe ich mich natürlich an. Und Herr Glanz arbeitet ja auch mit Ihnen zusammen schon seit mehreren Jahren, nicht? Ja, Herr Glanz ist seit Jahren unser Kunde und wir durften ihn in den letzten beiden Jahren mit Baustoffen beliefern, hier für seinen Neubau. Und das ist ja alles sehr schön geworden, wie wir hier gesehen haben. Genau. Aber wir sind, die Belieferung ist von der Niederlassung Oldesloe passiert. Da haben Sie uns schon gleich ein gutes Stichwort gegeben. Denn in Oldesloe sitzen Sie ganz hier in der Nähe von Delingsdorf, aber auch noch in weiteren Standorten in Hamburg. Ja, unser Stammhaus ist in Rellingen im Kreis Pinneberg. Ja. Aber wir haben weitere sechs Baustoffzentren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Kann man die benennen? Wo finden wir die? Also in Rellingen, in Bad Segeberg, in Bad Oldesloe, in Ratzeburg und in Gardebusch. Alles fast unser Sendegebiet, nicht? Denn mit dem großen Überallfernsehen ist man ja überall zu Hause. Und die Hamburger fahren dann ja nach Oldesloe oder nach Rellingen hin. Und Ihr Geschäft ist wie viele Jahre jetzt bestehend? Die Firma Hass und Hatje ist 70 Jahre alt. Oha. Und immer noch ein mittelständisches Familienunternehmen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Kann man das so ungefähr mal 670 sagen? Ungefähr. Wahnsinnig. Und es wird auch ausgebildet, nicht? Ja. Gibt es da eigentlich Bedarf oder sind so viele Bewerbungen, dass man sagen kann, wir haben genug Auszubildende oder suchen Sie vielleicht sogar noch welche? Also für 2005 haben wir noch nicht alle Auszubildenden zusammen. Und da nehmen wir also noch Bewerbungen entgegen. Oh, da blenden wir doch gleich Ihre... Da kann man auch ins Internet schauen. Ja. Da kann man genau... Welche Internetadresse wäre das? Sagen Sie die ruhig. www.hass-hatje.de. Genau. Also, liebe Schulabgänger, wenn Sie anfangen möchten bei Hass und Hatje, bewerben Sie sich. Alle, die die Sendung gesehen haben, oder die Eltern, geben Sie es weiter. Es gibt noch Ausbildungsplätze. Wie viele suchen Sie ungefähr noch? Wie viel? An allen Standorten ungefähr 6 oder 7. 6 oder 7. Wunderbar. Also das würde ich einfach schon mal zuschlagen und würde eine Bewerbung schreiben. Und das lohnt auf jeden Fall. Ich gehe mal zu Ihren Kollegen, zu Herrn Ralf Lüthje, der ja auch richtig fachmännisch und kompetent ist. Und erzählen Sie doch den Zuschauern vielleicht mal, welche Bereiche decken Sie überhaupt ab? Was kann man bei Ihnen so machen? Man kann Baustoffhandel, versteckt sich ja viel dahinter. Was sind Ihre hauptsächlichen Kunden? Ja, zunächst einmal hallo und guten Abend, Herr Ellermann. Ich habe Sie ja schon häufig im Fernsehen gesehen, aber ich finde es super, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Auge in Auge, genau. Jetzt zu Ihrer Frage, die natürlich hochinteressant ist. Also zunächst einmal vielleicht vorneweg, bei uns kann jeder kaufen. Egal, ob er ein Unternehmer ist und das dann selber weiterverarbeitet, was wir ihm liefern, oder eben auch jeder Privatmann.
Das Einzige, was wir uns wünschen, dass er unsere Rechnungen bezahlen kann. Dann ist er gerne gesehen bei uns im Hause. Das ist okay. Haben Sie überwiegend geschäftliche Kunden oder auch private Kunden? Sagte ich eben schon, wir haben beides, aber vielleicht mal von der Wertung her etwa 60. Umsatzes machen wir im Baustoff-Fachhandelsbereich mit Unternehmern und 40, und das wissen viele gar nicht, ja, mit Privatleuten, die auch nicht unbedingt nur ein Haus bauen, die beliefern wir natürlich gerne, aber auch wenn sie renovieren, wenn sie ein Problem haben, sie haben ein altes Haus und wollen es jetzt einfach renovieren und brauchen eine Fachberatung, zum Beispiel vor Ort, wie kann ich mein Haus dämmen, wie kann ich schönere Fenster einbauen. Und da haben wir, denke ich mal, kompetente Mitarbeiter, die sie gerne bei uns im Laden, in der großen Ausstellung oder auch vor Ort beraten. Also das heißt, die Privatleute können auch zu Ihnen kommen und können sagen, ich möchte jetzt Parkettfußboden verlegen oder ähnliches. Laminat ist ja momentan auch wieder so ein Stichwort, ja, was überall ganz, genau, gut läuft und gern genommen wird. Ihr könnt hinkommen und Sie beraten nicht so wie 0815, wie man das so in den Supermärkten sieht, sondern Sie beraten Sie richtig. Das heißt, Sie, ja, entwickeln was und kostet diese Entwicklung, diese Beratung separates Geld oder ist, ja, das mit drin? Das ist eine gute Frage. Also ganz grundsätzlich haben ja die Kunden unterschiedliche Probleme. Der eine, ich sag mal, der Grundwunsch ist natürlich zum Beispiel, ich möchte mein Wohnzimmer renovieren. Und dann kommt man an den Fußboden und sagt sich, ich möchte gerne einen Holzfußboden haben. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie gehen in einen unserer neuen Baumärkte und sagen einfach, ich will das selber machen, ich weiß, was ich will, ich kaufe mir das da. Sie haben aber auch schon die Möglichkeit zu sagen, aus verschiedenen Gründen, ich habe zwei linke Hände oder ich habe keine Zeit, ich möchte das alles machen lassen. Sie gehen in einen unserer Fachbetriebe, Frau Eichholz hat sie ja schon alle genannt, und sagen, okay, ich suche mir ein hochwertiges Parkettlaminat aus, habe jemanden, der es macht, oder aber eben auch, ich möchte es komplett gemacht haben. Dann kommen wir vorbei, messen das auf, Sie kriegen ein Angebot bis auf den letzten Cent, inklusive Verlegung, und dann machen wir Ihnen das fix und fertig, ganz so, wie Sie das wünschen. Genau. Jetzt sage ich einfach mal für unsere Fernsehzuschauer, die haben ja immer ganz gerne jemanden, der sie berät. Und ja, ich nehme einfach jetzt mal Ihren Namen. Also wenn Sie Fragen haben, rufen Sie Montag Herrn Lütke an. Rufen Sie wirklich an und sagen Sie bitte Ihre Telefonnummer. Nicht, wenn Sie zum Kaffee trinken kommen möchten, sondern wenn Sie Interesse haben. Er berät Sie gerne, damit man das Gesicht sich auch merkt und damit man sagt, aha, da muss ich hin. Sagen Sie auch bitte Ihre Telefonnummer. Nicht die private. Okay. Für die weiblichen Zuschauer würde ich auch die private Nummer nennen, aber jetzt mal Spaß beiseite. Meine persönliche Telefonnummer, die ist in Relling, ich bin in der Zentrale, 04101 502 111. Wenn ich nicht da bin, springt das über zu unserem Sekretariat und dann werde ich Sie oder einer meiner Mitarbeiter selbstverständlich zurückrufen und ich würde mich also wirklich auf eine Resonanz da sehr freuen. Ich glaube, das passiert auch, dass Sie Anrufe bekommen. Informieren Sie sich einfach unverbindlich, wenn Sie das planen für 2005, 2006. Man kann ja auch langfristig planen mit Ihnen. Ja. Das ist das Schöne dabei, weil Sie ein Traditionsunternehmen sind, über 70 Jahre im Geschäft, genau wie Enno Glanz. Mhm. Ich danke Ihnen recht herzlich. Nochmal ganz kurz zum Abschluss vielleicht, Frau Eichholz, nochmal die Internetadresse für die Auszubildenden und alles Weitere, was man über Hass und Hatje wissen sollte. www.hass-hatje.de. Genau, da gehen Sie bitte rein ins Internet, können Sie heute Abend noch machen. Ansonsten sind Sie morgen wieder, glaube ich, Herr Ralf Lütje, ab wann erreichbar im Geschäft? Wann habt ihr auf? Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben im Fachhandelsbereich lange Öffnungszeiten. Sie können uns erreichen von 6:30 bis abends um 19 Uhr, an einigen Standorten bis 18 Uhr. Und von daher rufen Sie gerne an. Wenn ich nicht persönlich da bin, werden Sie zurückrufen. Sie sind morgen früh, morgen können Sie mich um 7 Uhr morgens erreichen. Nehmen Sie ihn beim Wort. Ja, morgen um 7 bitte anrufen. Er freut sich auf Ihren Anruf. Ne? Ja. Die Nacht ist dazwischen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Wir haben jetzt Gigi Anderson bei uns auf der Bühne draußen. Gigi Anderson, der große Schlagerbade, der immer wieder gute Songs im Gepäck hat. Ich war mit Gigi sehr oft auf Tournee und freue mich, dass er heute nach Delingsdorf gekommen ist. Und er sagt einen wunderschönen Song für Sie. Aber Haichi Bombaichi passt zu Weihnachten. Hier ist Gigi Anderson.